Wie kann man das beschreiben? Wie Gift. Warte, machen wir mal auf. Nicht, ey, fasst euch danach nicht in die Fresse. Digga, hast du gehört? Oh, Digga, ich will das gar nicht ganz aufmachen. Alles sieht aus wie Blut. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Digga, was ist das? Ich krieg das nicht. Das, riecht, das ist nicht scharf. Das riecht nach Soja. Soja, ja. Und auch für das Team gleich, ne? Die Tüten werden komplett leer gedrückt. Das sind irgendwelche Gewürze. Die müssen auch drauf, hm? Warte. So. Und das sieht aus wie Dings. Legen wir mal hier an den Rand, kommt dann die Regie gleich. So, was haben wir hier? Oh mein Gott. Ja, das sind Gewürze, Bruder. Hast du eine Kometensauce? Nein, hast du? Wieso probierst du mich doch? Du Bastard, wieso probierst du mich? Oh mein Gott. Ich schwöre, mach's kaputt, Digga. Scheiße, Bruder! Guck ihn mir an, Bruder! Er heult mehr auf als auf Beerdigung, Alter! Das zieht schon wohl in der Nase. Bruder, oh mein Gott. Digga, ich hab gar keinen Bock, Alter! Warum machen wir das nochmal? Ja, wir beginnen. Um zu gewinnen, ne? Ja. Okay, wollen wir. Ne, wir starten ohne was auf der Gabel. Mach mal alles runter. Ich hab richtig Angst, Bruder. Wir werden so sterben. Einfach riesen Löffel nehmen. Ja, Mann, dann hast du schon Hälfte weg. Das brennt dein Mund gleich nach Hälfte. Und mein Bein zittert, weil ich Angst habe. Ja, Bruder! Ja, scheiß drauf. Das hat auch nichts mit scharf zu tun. Ich hab mal, als ich jung war, CS-Gas und Fellpappspray. So fühlt sich das an. Mach Taschentuch. Das hat mit scharf gar nichts zu tun. Gar nichts. Digga, ich hab grad mal zwei Gabeln genommen. Digga, das ist der King. Er ist einfach der King. Irgendwie ist es geil. Irgendwie ist es geil. Sag mal, Helle. Ich hab voll Angst, die nächste Gabel zu essen. Bruder. Mein Mund brennt. Ich denke, ich bin in Feuer gelaufen. Guck mal, er ist einfach straight. Als ob ich das so schön finde. Bruder. Alter! Ich bin so ein bisschen am Schwitzen, aber. Digga, du bist doch kein Mensch, du Mongo, Alter. Oh. Bruder hat aufgegessen. Er ist so eine Maschine, er wird alles ficken. Er wird auch unten noch essen. Wenn er jetzt schon ist, hat er Blut geleckt, der scheiß drauf. Er will jetzt auch seinen Mann zeigen. Der Jüngste fickt uns. Ist mit, Bruder, kein Problem.
Ich muss, weil wenn ich länger warte, wird es noch schlimmer. Ich bin nicht geizig, Bruder, ne? Kein Problem, Bruder. Ich bin nicht geizig. Nimm ruhig noch mehr, Bruder. Gar nichts los. Na, Bruder, jetzt mach kein Auge. Guten Appetit, Bro. Du weißt, wenn du essen willst, ich geb dir alles, was du willst. Haust du hoch. Okay, das Ding ist schärfer, wird's nicht. Es wird nicht schärfer. Mein ganzer Mund brennt. Schmeiß noch was drauf. Schaffst du noch? Ja, ja. Greif. Ist weiter, es wird nicht schärfer, Digga. Weißt du, es ist ein Schärfegrad, der ist jetzt so pechtig. Es ist so, als wenn du einmal zuerst Gas Pfeffer Spray ins Gesicht kriegst oder so. Eigentlich habe ich das schon in der Lunge. Nur jetzt macht es den Kohl nicht mehr fett. Das andere Team sieht jetzt voll Taktiken. Ihr müsst euch vorstellen, links von uns sitzen irgendwie 20 Leute und gucken uns hier zu, wie wir hier abkacken. Wir müssen alle ruhig sein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, morgen würde ich noch mehr essen, die werden nicht mehr so scharf. Schärfer wird's halt nicht. Zittern, was ist los? Ich schwöre. Was ist das so, Digga? Ja, was ist irgendwie geil? Irgendwie ist es geil. Jetzt war mal ehrlich, das hat so. Das ist so wie. Ich glaube so. Ja. Digga, hörst du zittern? Sachen, die man auf YouTube nicht sagen darf. Nein, niemals. Digga, es kommt mir vor, als wenn mein Tränen sogar brennen. Oh, mein Mund. Ah! Alter, Digga! Jetzt kommt das! Ja! Nachher kommt die Schärfe drauf. Ach, die Schärfe, Digga! Das Wort! Ich will einfach noch meine Lippen haben, Alter. So ekel, Junge! Ja. Ey, was das so schlimm ist! Er sagt noch so, ja Mann, ich hab voll Bock, ich hab die ganzen Wochen nur Indisch gegessen, richtig scharf. Ich hab überhaupt gegessen! So, ich hab mein Auge links, ich muss, aber ich hab richtig Angst. Ich flieg auch nicht. Irgendwann müssen wir uns duschen bleiben. Das ist nicht mehr brennt, Bruder. Du duschen, Bruder. Einfach duschen so, Bruder. Alter, also ich kann nicht mehr aufhören zu heulen. Oh Gott! Ey, hol mal noch 5 Liter von denen, ich schwöre. Ist leer? Keine Ahnung. Aber ja, das andere Team müssen wir Respekt haben. Ja, deswegen mach ich auch nicht. Nee, das ist zu viel. Ich will gar nicht wissen, wie das nachher ist. Ey, sag euch im Ernst, ne? Ich dachte, das ist 1000-mal schärfer. Das ist für mich so normales Schaf. Du bist doch kein also Mensch, Junge. Das ist tiefen Junge. Normal ist es so heiß und so, aber es ist auch, weil ich Kopfschmerzen habe. Normalerweise ist das. Das Nachbrennen ist nicht normal. Das Nachbrennen ist nicht normal, Bruder. Mhm. Also ich sag dir, wenn du bei uns in der Gegend ein Döner hättest, ist es drei Viertel so scharf. Meinst du, der Döner ist scharf? Das brennt nach dem Döner auch, safe. Als nächstes werden die Blatts antreten. Da wird Timon nochmal gleich anmoderieren. Ich kann euch allen nur sagen, heftig. Scheiß auf, mach das nicht nach, wenn ihr Bock drauf habt, so zu ja, sitzen wie wir hier, zu schwätzen und sonst irgendwann, macht nach. Ist meine Lippen rot oder so? Nö, ne? Perfekt, Digga. In jedem Video waren die Lippen rot, außer bei uns. Ja, ja oder? Das ist aber stabil. Nur ganz vor. Oh, Bruder, wenn du rückst mal, kannst du auch was rückst, Bruder? Machen? Wahnsinn. Ich schwöre, wenn du vorher da kommt, diese Flammen raus heute Abend. Also Team Kiez hat gut vorgelegt, alle 3 Teller leer. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber ich bin positiv. Hector struggelt jetzt schon ein bisschen. Wir machen das gleiche, mit dabei ist Chips. Einmal von dem Platz und Hector von dem Platz. Und ich denke mal, wir packen das auf jeden Fall. Nicht wundern, der ist ein bisschen ruhiger, der ist ein bisschen krank. Aber dafür
Flagwood represented, so wie das sein muss. Offene Lippen sind auch am Start, wir werden richtig, richtig hassen jetzt, aber das muss schon reingehen, ich würde sagen. Ich fange direkt an, Bruder. Nicht lange strugglen. Drauf mit der Soße. Und damit hier nicht wieder irgendein Mimimi aus mir da kommt, machen wir auch alle ganze Soße drauf. Ausdrucken schön, ne Jungs? So. Ich schließe da gar nicht auf, hier. Auf der Rotze. Wie geht das denn noch? Ich werde einfach nicht so dumm sein und vorher einmal kurz probieren. Ich probiere es auch nicht, du. Übrigens gleiche Regeln. Wenn wir Milch grabben, ist der Teller eingefroren, restliches Team kann retten. Wenn wir es nicht retten können, haben wir verloren. Dann gibt es eine Bestrafung. Was das sein wird, sehen wir, wenn es dazu kommt. Dann, wie gesagt, meine Lippen sind jetzt schon offen, ich werde heulen. Wenn ich das schon sehe, so, ich habe da gar keinen Bock reinzubeißen. Das Problem ist, ich bin allgemein nicht so der Essens-Fan von, sag mal, außergewöhnlichen Sachen. Nee, von außergewöhnlichen Gewürzen und so. Ich bin ja so der einfache Typ. Und es kann auch sein, dass es mir einfach nicht schmeckt, ne? Also schauen wir mal. Ja, ja. Okay, dann Kiez gegen Platz, schärfste Nudeln der Welt, Duell. Let's go, oder? Hoffe ich kotze. Nein, ich will so kotzen, Bruder. Okay, Alter. Fick mein Leben. Die Schärfe geht, aber die Konsistenz wird nicht kalt, sonst ist es wie Gummi. Ist wie Gummi, kriegst nicht runter. Ja, kaum wie behindert, ey. Das Problem ist, dass ich, also die Konsistenz, sag ich so wie es ist, anders ekelhaft. Also das ist so, als ob du Gelee isst. Mhm. Schärfe geht, auch wenn ich tränende Augen habe, Lippe, Mund brennt, Rache ein bisschen. Aber diese Konsistenz, Alter, von diesen Nudeln, das ist wie, als ob du auf irgendwie so einen Tintenfisch rumkaufst. Was? Wo willst du noch? Warte erstmal. Also ich muss wirklich sagen, kein Scheiß. Es brennt, aber es ist nicht zu krass. Hab schon ein bisschen Erfahrung. Das Einzige, wo ich keinen Bock habe, wieder so ein fetten Ding zu nehmen. Ich finde die nur eklig im Mund. Die ekelhaft, ne? Ich weiß nicht, wie die anderen das so ausgehalten haben. Aber ich bin ganz ehrlich so, Hustenschärfe gar nicht so. Brennt gut. Ist so. Lippe, killt mich gerade. Ja, ist so wie heiße Lava irgendwie gefühlt. Geschwitzt. Ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen wie Burak, aber... Ich glaube, die Taktik von Burak war am besten einfach gar nicht kauen, Digga, einfach rein und direkt durch, weißt du? Kann ich nicht, wie so ein Seilzug, der einfach alles in den Magen reinzieht, Digga. Hätte ich selbst gekotzt. Also, habe ich jetzt auch doch schlimmer gedacht. Aber anders ekelhaft. Also dieses Gelee, Bruder. Hm? Nur ein bisschen, komm. Ich sag, selbst mit ist, ne? Und ich will dann nicht auch essen. Mhm. Dieser kotzt sich, aber nicht wegen der Schärfe, sondern wegen der Nudeln. Mhm. Wir laufen noch mit rein, ey. Ich habe Angst, dass ich mir das alles ins Auge baller. Okay. Ja. Also ich esse gerne in den nächsten 20 Minuten immer mal wieder Löffel, damit die Schärfe bleibt und kickt. Aber diese Nudeln, egal, wurde anders eklig. Gouchon Chips, du hast auch noch Hunger, oder? Vergiss es. Soll das geschminkt werden? Da muss ich mal piepen. Ja, jetzt geht nicht anders, Bruder. Hä? Boah, Alter. Ich esse die nicht auf, oder? Und wer so lange du redest, kannst du erzählen von der Gabel nehmen, Bruder. Ja, was mit dir? Mach das noch leer. Ich glaube, jetzt muss ich echt mal die Soße jetzt richtig reinkicken, ne? Mhm. Und gib mir noch Chips, du musst noch ein bisschen was essen. Hey, du schaffst das nicht. Ein bisschen noch. Mach dir mal. Aber nicht, Junge. Junge, wie voll du bist. Hat die Gabel, Bruder. Ja. Na, wie du hast den Abend okay, das schaffst du aber jetzt noch, Chip. Das schaffst du noch, Hector. Das haben jetzt alle noch weg. Auch für mich ist es richtig Kampf. Aber ich finde es geschmacklichen Kampf. Mir schmeckt es einfach nicht. Also für die Zuschauer und so ist das schwierig zu sehen. Aber ich muss mich konzentrieren beim Kauen, Alter. Damit ich mich nicht würge. Mit den Nudeln, nicht mit der Schärfe. Ich bin raus. Ja, eine Nudel, ne? Was machst du dann die Reste? Muss kurz das gehen, Alter. Weißt du, was Walle gerade gesagt hat?
Lippen anders. Weil wenn du so vorne eine offen hast. Höchstens kippt dieses scheiß Gewürz extrem rein, ich find's so eklig. Der hat gerade die Soße abgeleckt. Aber ohne Witz, gib mir Milch, ich sterbe gerade. Das schafft doch noch. Schneller, Alter. Das schafft doch noch. Dürfen wir jetzt von irgendwie... Du dürft, wenn ihr nicht messen wollt, dürft ihr. Ohne Witz, ich sterbe. Und bitte nur ein Brot. Fertig, oder? Warte. Fertig. Willst du nicht Milch? Dann so mir noch. Wir haben nichts mehr. Oh, echt. Dann geben wir anders getrunken, Bruder. Ihr habt anders für Milch getrunken, die anderen. Aber ich muss wirklich sagen, auch nicht gerade so reagieren. Also, ich kann das beschreiben. Rachen voll gerade, hier vorne unten. Und also Rachen gar nicht. Ja, Lippen und da oben. Lippen, so. Ich finde Lippen und hier so hinterm Kiefer, da zieht unnormal. Ja, anders. Oben am Gaumen zieht, das kann ich gar nicht so die Schärfe. Zunge halt da, wo du Schärfe findest. Ja, mich tut das richtig gut, Bruder. Ja. Okay. Was ich ganz schlimm fand, waren wirklich die Nudeln. Also, wir haben es, also, ich weiß so, die anderen haben es gerade erzählt, so, den hat das auch geschmeckt. Also wirklich so geschmacklich. Der Geschmack ist so scheiße, geschmacklich. Ich würde es niemals, niemals wieder essen. Auch wenn das jetzt, sag ich mal, noch 10-mal weniger scharf ist, würde es nicht mehr essen. Ja, einfach, schmeckt nicht. Buch. Man soll ja eigentlich noch Wasser drin lassen am Ende, so 8 Esslöffel Wasser, dass das Ganze ein bisschen verdünnt ist. Wir haben das pur drüber geleert, muss man dazu sagen. Also wenn ihr die Challenge macht, oder euch vergleichen wollt, dann nimmt das Zeug pur. Und dann kriegt ihr auf den harten Kick, weil jetzt gerade geht's noch nicht. Ich glaube, man muss irgendwie beim Kochen darauf achten, dass es nicht Gummi wird. Muss da wirklich drauf achten, kein Scheiß. Nee. Und Bock, Jungs, oder? Bock, oder? War das bei dir auch so? Nochmal für die Zuschauer an der Stelle, ganz kurz. Das ist die Challenge gewesen, dass die scharf sind und nicht wer redet sich am besten raus, warum ich langsam esse, ne? Wir haben verstanden, dass das ganz ekelhafte Nudeln sind. Wir haben die auch gegessen. Ja, du sagst gerade noch ganz trocken. Ja, aber ging doch, lecker, oder? Voll lecker. Ich hab's gesagt, die Schärfe fand ich nicht schlimm. Nee, geht. Also, Pause, ja, die Lippen vorne hier oben. Aber dadurch, dass ich halt so lange gegessen habe, hat es halt noch reingekickt. Aber ich sag, wie es ist, die Schärfe fand ich nicht schlimm. Aber ich habe auch extrem viel scharf gegessen in meinem Leben. Du warst ja auch der Prinz der Gruppe, du hast am wenigsten gegessen. Ne? Richtig. So, das waren die Nudeln. Alle 6 haben bestanden, keiner hat voll abgekackt, einer hat mehr, einer hat weniger gegessen, bei uns auch, ist überhaupt nicht schlimm. Respekt an jeden, der mitgemacht hat, Respekt an jeden, der das geschafft hat. Man kann es ausprobieren, es ist nicht lebensgefährlich oder sonstiges, aber es ist schon hart. Wir sind alles keine kleinen Jungs oder so, die nicht wissen, was sie tun. Respekt an jeden hier auch nochmal. Wenn ihr meint, ihr müsst es probieren, probiert's. An sich ist es geil. Ich find's lecker, die finden es nicht lecker. Geschmackssache. Geschmackssache. Ja. Also wer Ramen mag, kann die essen. Peace.